Obsculta, o fili, höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat. Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Donnerstag, den 11. Juli. Schon wieder muss die Prophetenbahn unterbrochen werden, heute aus gutem gegebenem Anlass, das Fest des heiligen Benedikt von Nursia, des Patrons Europas und des Vaters des abendländischen Mönchtums ist zu begehen, und das tue ich auch gerne, Enkel und Bruder von Benediktinern, der ich bin, und ein Leben lang der milden, maßvollen, menschenfreundlichen Frömmigkeit der Benediktiner mit ihrer reichen Tradition und ihrem abgeklärten Blick auf die Dinge zugetan. Das, was wir gerade gehört haben, den Beginn des Prologs der Regel des heiligen Benedikt, das ist ganz stark inspiriert aus dem Buch der Sprichwörter, wie überhaupt die ganze Regel trieft und strotzt von biblischen Bezügen, nicht einfach hineingekupfert, sondern, das merkt man schon, bedacht und auf praktische Brauchbarkeit erprobt und gewichtet für die Umstände, unter denen eben die Brüder und Schwestern dieses gemeinsamen Lebens da gelebt haben. Und da merkt man, was für eine Kraft das Wort Gottes hat und wie die Regel jung hält bis heute. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst, wie Silber nach ihr forschst, wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gotteserkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, für den Rechtschaffenen ist er ein Schild. Er hütet die Pfade des Rechts und bewacht die Wege seiner Frommen. Dann begreifst du, was Recht und Gerechtigkeit ist, Redlichkeit und jedes gute Verhalten. Ja, neige, mein Sohn, neige, meine Tochter, dein Ohr der Weisung des Meisters. Nur einer ist unser Meister, Christus, und nur einer ist unser gütiger Vater, der uns Zuspruch gibt, nämlich der im Himmel. Und auf diesem Weg sind die Benediktinerinnen und Benediktiner unterwegs und beten auch für die Welt, die vielleicht schon manchmal ganz aus den Fugen geraten wäre, wenn es diese treuen Beter mit den 5- oder 7-maligen Gebet am Tag nicht gäbe. Noch zwei Worte aus der Regel, die mir sehr gut gefallen und hier im Schott zitiert sind. Wenn wir Psalmen singen, dann soll unser Herz mit dem gesungenen Wort zusammenklingen. Also das Synchronisieren des Psalmengesangs von mehreren ist keine Kleinigkeit, und das Herz muss sich dann nicht nur der Weisung des himmlischen Meisters öffnen, sondern das Herz muss sich auch dem Bruder, der Schwester rechts und links zuneigen, denn auf die zu hören und deren Wohl beim Singen zu suchen und so etwas gemeinsam Wohlklingendes zu schaffen, das ist das Geheimnis. Synchronizität ist nicht eine Technik nur, sondern ist auch eine Herzenssache. Keiner soll nämlich, so geht's weiter in der Regel, nach dem eigenen Nutzen streben, vielmehr soll jeder auf das bedacht sein, was für den anderen gut ist. Also das ist goldene Regel, anders formuliert, auf das bedacht sein und dann mit der Tat auch danach streben, auch wenn es uns ein bisschen ängstlich macht, weil wir das Gefühl haben, oje, wenn ich da so investiere, vielleicht kriege ich nicht genug zurück, vielleicht sind die anderen auf mich nicht so bedacht, wie ich auf sie bedacht sein will. Da braucht es Mut, und zudem ermutige uns Christus immer wieder den ersten Schritt, die erste Liebe, die erste Verzeihung, die erste Initiative aufs Gute hin. Unser himmlischer Vater sieht es. Gott segne und behüte sie alle.